Da gibt es aber dann zum Beispiel Ernst Wolf, den ich sehr schätze, der sagt, das gehört alles mit zum selben Spiel. Und er sieht dort auch dieselben Strukturen in dem großen Finanzkomplex, in dem industriellen, den er immer wieder benennt, dass die alle zusammenarbeiten und zusammenhängen. Die Möglichkeit besteht. Ich selbst bin demgegenüber noch vorsichtig und skeptisch, weil mir da einfach die Beweislage zu dünn ist, sondern das sind maximal ein paar Indizien. Und ich habe auch festgestellt, die Menschen, die diese gesamten verachtenden politischen Richtungen gegen eigentlich alle Völker dieser Welt durchsetzen, und die finden wir in dieser westlichen Hegemonialwelt, das sind trotzdem eben Menschen, und die haben Fehler, und die haben aber auch so etwas wie ein Gewissen immer wieder. Das heißt, es gibt auch einen unglaublichen Gegenpunkt, und wir dürfen sie auch nicht überschätzen in ihrer Macht. Das sieht man spätestens, wie sie jetzt am Stolpern sind, indem sie mit einer extremen Geschwindigkeit versuchen, etwas durchzusetzen, weil zu viele Leute erwachen. Ich glaube, dass die BRICS tatsächlich ein Gegengewicht sind, bis ich dann eines Besseren belehrt werde, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Wir sehen einfach eines jetzt. Es läuft jetzt auf ein eventuell historisches Datum zu. Und das ist der 22. August des Jahres 2023 in wenigen Tagen. Und dort soll bekannt gegeben werden, wie die neue BRICS-Berechnungswährung, Handelswährung, das ist also nicht das Geld. Durch die BRICS-Währung kommt also kein neues Geld im Umlauf, sondern eine neue Verrechnungseinheit. Man kann das vergleichen mit den Sonderziehungsrechten des IWF. Insider wissen, was ich damit meine. Und wenn dem so entsprechend das umgesetzt wird, dann bedeutet das, dass die USA innerhalb von einem Jahr ihre gesamten Goldreserven verlieren würden. Theoretisch. Das kann nur ausgeglichen werden, indem sie das Gold kaufen. Das würde natürlich einen gigantischen Nachfrageschub auslösen und die Goldpreise extrem steigern lassen. Markus Krall hat dazu zum Beispiel sehr, sehr gute Analysen gegeben in diesem Bereich. Der ist ja wirklich ein hervorragender Experte, was diese Geldmengenpolitik auch anbelangt. Und wenn dem so käme, dann bedeutet das natürlich ein relativ finales Szenario für die US-Währung und damit alle anderen Währungen, die als Derivate dranhängen. Denn die US-Währung ist ja nun die Leitwährung. Also es könnte sein, dass da ein historisches Dokument nun eingesetzt wird am 22. August und das in den Geschichtsbüchern immer wieder zitiert werden wird in den zukünftigen Jahrzehnten. Ja, und wir sehen, die Welt ist im Wandel, die Menschheit im Umbruch. Und da geht es nicht nur um deutsche Immobilien, die wir vielleicht dann noch kleinkariert in einer gewissen Naivität dann sehen und sagen, ja, ja, aber das muss doch alles irgendwie so bleiben, sondern auf der gesamten Welt befindet sich eine neue Situation. Und es gilt, sich dieser Situation aus meiner Sicht zu stellen, im Gottvertrauen, unaufgeregt, Ruhe bewahren, Überblick verschaffend und dann letztendlich dann Entscheidungen zu fällen, wie man sich selbst auf diese Zeiten vorbereitet. Also das ist der entscheidende Punkt jetzt in diesem Augenblick. Wir reden nicht von einem Untergang der Welt, sondern von einer Neuordnung. Und viel schlechter als jetzt kann es kaum noch werden. Alleine der Zusammenbruch der Elektrizität, wenn Uran aus Niger nicht mehr geliefert werden, könnte schon zum Beispiel dazu führen, dass die KI, die gesamten digitalen Währungen und so weiter, alleine aufgrund Stromausfalls in Europa dann gar nicht zum Zuge kommen. Also es sind hier viele Dinge, die sich auch günstig entwickeln können. Also bleibt in der Kraft. Den aktuellen Kontext von Wut und Aufruhr der Bevölkerung infolge der von der ECOWAS verhängten Sanktionen, was es nicht erlaubt, die genannte Delegation in Ruhe zu empfangen. Naja, Victoria Nuland hat den Ruf der Kriegstreiberin und auch der Diffamierung, ich denke an ihren berühmten Spruch, fuck the EU. Und das bezog sich darauf, als 2014 mit entsprechenden Maßnahmen der USA gegen die Ukraine, gegen eine demokratisch gewählte Regierung ein Putsch inszeniert wurde. Aber aus US-Sicht war das jetzt ein guter Putsch 2014, als man, wie hieß er, Janukowitsch, glaube ich, hieß der damalige Präsident in der Ukraine, der dann ja nach Russland geflüchtet ist, der wurde durch diese Schiene mehr oder weniger rausgejagt. Und jetzt ist sie plötzlich da in Niger, weil das ist eine schlechte Revolution. Und da muss man jetzt natürlich massiv gegen angehen, weil das geht natürlich nicht. Und diese Doppelmoral, das erkennen immer mehr. Und aus diesem Grunde hat sie natürlich auch als stellvertretende Außenministerin jetzt, die Frau Nuland, komplett verloren. Und ich denke, man nimmt sie nicht mehr ernst. Und in den Fokus geraten ist der Niger natürlich wegen der Ressourcen
Uran, Gold und so weiter, wo bis jetzt die westlichen Länder, vorzugsweise Frankreich, die Finger hatte. Ja, und das nennt man ganz normal Putsch oder Revolution oder wie auch immer. Und dieser Herr Bazoum ist in keiner anderen Situation, als 2014 es Herr Poroschenko in der Ukraine war. Bloß der war eben halt den USA gerecht und deshalb haben sie auch gerne mitgewirkt dort an diesem Putsch. Das ist auch mittlerweile bekannt und nicht eine Verschwörungstheorie. Während Sie hier an dieser Seite, wo sich das Volk jetzt das Land zurückholt, diese Regierung natürlich als kriminell ansieht und wollen sie natürlich wieder weghaben. Diese Doppelmoral ist so erkennbar und das macht das Ganze auch immer leichter zu argumentieren, auch für diejenigen, die sich politisch nicht interessieren. Es bietet sich an, sich abends immer wieder die Tagesschau anzusehen, um sie abzugleichen auch mit unseren Podcasts. Wir empfehlen also die Konkurrenz-Tagesschau. Ist ganz wichtig, damit ihr zu eurer eigenen Meinung kommt. Ich finde es so lustig, dass du hier sozusagen die Tagesschau als Konkurrenz bezeichnest, beziehungsweise uns umgekehrt. Da haben wir ja ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das wir uns hier liefern. Gut, du hast recht, die Tagesschau ist keine Konkurrenz, aber ein temporärer Marktbegleiter. Und da möchten wir ihn natürlich schon zumindest so weit ernst nehmen, solange sie noch da sind. Also da sind wir ja ganz bescheiden. Ganz kurz noch ein paar Kommentare aus einem Spiegel-Beitrag, also nicht Anti-Spiegel, sondern das Leitmagazin Spiegel. Ich weiß, jetzt kommt wieder deine Frage mit D oder T. Und da werden folgende Fragen gestellt. Welche Rolle spielten Russland und seine Wagner-Kämpfe? Könnte das Regime sich Russland zuwenden, also das nigerianische? Bisher hat die nigrische Junta sich nicht in diese Richtung geäußert. Am Freitag beendete eben sie die militärische Zusammenarbeit. Und in Niger, wie in weiten Teilen des Sahel, spielte Frankreich eine bedeutsame Rolle bis in die letzten Jahre hinein. Es übt durch militärische und wirtschaftliche Kooperation und enge Verknüpfung mit den Eliten bis in die Gegenwart massiven Einfluss aus. Und dieser Komplex, schreibt der Spiegel, aus Korruption und alten Abhängigkeiten in Frankreichs Ex-Kolonien wird als France-Afrique bezeichnet. Und da schreibt man, Niger ist wie der gesamte Putschgürtel jetzt zu einem Schauplatz geopolitischer Machtkämpfe geworden. Russland habe sich zum größten Waffenlieferanten des Kontinents aufgeschwungen und schicke Wagner-Söldner zu Autokraten in Not. Andreas, das ist die Einschätzung, dass also Russland der wahre Putschgeber ist. Zumindest sieht man das beim Spiegel so. Wir sind gespannt auf die kommende Zeit, wie sich diese Geschichte weiterentwickeln wird. Ja, die alten Muster werden nach wie vor bedient aus der westlichen Welt. Die können wir ja beurteilen. Damit werden sie aber nicht unbedingt wahrer. Aber es ist ja auch nichts auszuschließen. Und in diesem Sinne warten wir ab. Es bewegt sich in eine Richtung des Umbruchs und unterm Strich gesehen kommt was Gutes dabei raus.